Gut, das heißt... Nee. Du wartest noch ein bisschen damit. Müller zu sein. Das so aussieht, als ob ich hier Stein und Eisenerz herkriege, werde ich wahrscheinlich einen separaten Steinmetz-Eisenschürfer machen. Das heißt, wir können hier noch ein Zweifamilienhaus irgendwo hinsetzen. Gucken wir mal kurz. Steinmetzzelt. Steinmetzzelt können wir nach hier packen. Und dann ein Zweifamilienhaus. Dann müssen wir halt hier unten eins hinpacken. Oder hier drüben. Na, lieber da drüben. Und ja, das nervt mich, dass wir das brennende Zeug nicht wegmachen können. Ja, und so wie es aussieht, kommen wir hier nicht auf die andere Seite. Das hier ist eine isolierte Insel, so wie das aussieht. Ja, gibt keinen Weg rüber. Gut, Brunnen ist fertiggestellt. Die haben Hunger, brauchen Nahrung. Die Nahrung geht langsam runter. Okay, das heißt, wir haben hier einen dichten Wald. Die Grünfläche können Sie auf jeden Fall bestellen. So, Werkzeugschreiner. Ist fertig. Das heißt, wir können drei Familienhäuser bauen. Eins auf jeden Fall hierhin für die Farmer und den Müller. Und wir sind einfach mal so. Und stellen... Ja, eins hin. Für Jäger und Holzfäller.
Wie viele Bauarbeiter haben wir eigentlich noch? Drei. Und sicherheitshalber, ja, ich muss mal die ganzen Saves hier dann loswerden. Speichern wir mal. Was macht eigentlich unser dritter Bauarbeiter? Ach, der baut das Dreifamilienhaus schon. Und du solltest schon mal Holzwerkzeug herstellen. Na, ich hoffe, ihr beide habt jetzt mal wirklich vor, wieder an die Arbeit zu gehen. Sonst wird das nie was. Na, du heiratest auch mal. Nee, weißt du was, Björni? Du wirst jetzt Müller. Wir haben so viel Weizen gerade übrig. Und wir brauchen jetzt dringend die Nahrung. Ist das dein Ernst, Ansgar? Einmal ist es schade, dass ich die Leute nicht einfach antreiben kann, härter zu arbeiten. So 20% ihrer Gesundheit opfern, dass sie schneller arbeiten. Aber naja, das hier ist Cultures, das Spiel ist freundlich. Wir haben unser erstes Mehl. Yay. Und er hat wieder Hunger, oder? Ja. Zum Glück sind die Bärensträucher einigermaßen nachgewachsen. Das gibt uns ein bisschen Puffer. Was Nahrung angeht. Also wenn wir auf der großen Map, da das die einzige große Map ist, die wir haben, mal gucken. Hier unten ist eine Halbinsel, mehr oder weniger, durch den Fluss geteilt. Da oben sind unsere Feinde.
Und ja, wir müssen mal gucken, wen es noch so auf der Map gibt. Frauen sind alle verheiratet mittlerweile, ja. Oh, hier gibt es noch jede Menge Lehm, wenn wir brauchen. Und jede Menge Eisen. Und wir haben ein Dreifamilienhaus, unser erstes jedenfalls. Mythenkundschafter. Wer zuerst, jetzt zieht ihr mal beide in das Haus ein. Und sie macht jetzt auch Nahrung, sehr gut. Dadurch, dass wir hier schon Geschirr haben. Und hier jetzt auch gebaut wird, das ist auch sehr gut. Na gut, ich denke mal durch Beerenbüsche. Und die beiden können wir uns noch gerade so über Wasser halten. Und dadurch, dass wir jetzt immer mehr Leute in Häuser einquartieren. Wie sieht's mit Obdachlosen aus? Ein Fischer und ein Bauarbeiter sind noch obdachlos. Auch wenn es ein bisschen weit weg ist, du da rein. Ja, und der macht das schon wieder, was mich ankekst. Du bist doch unten beim Hauptlager. Warum nimmst du nicht gleich Weizen mit? Und du? Du bist auch unten beim Hauptlager. Das Zweifamilienhaus ist fertig. Dann zieht mir bitte jetzt das da hoch. Ihr beide geht mir sowas von auf den Keks. Ich muss einen Wegweiser vor das Ding setzen, dass sie wissen, dass da unten Holz ist.
Schusterei.